diesem Video wird die Neigung vieler Menschen, sich anzupassen und den Anweisungen anderer unterzuordnen, anhand einzelner Beispiele behandelt. Im sogenannten Konformitätsexperiment von Solomon Asch im Jahre 1951 untersucht dieser das Ausmaß des Einflusses einer Gruppe auf das Verhalten einzelner Gruppenmitglieder. Der Versuchsaufbau sieht unter anderem vor, dass Gruppenmitglieder die Länge von Strichen schätzen müssen. Einige Gruppenmitglieder, geheime Mitarbeiter des Versuchsleiters, geben auf Anweisung des Versuchsleiters absichtlich falsche Schätzungen bekannt. Das Verhalten der eigentlichen Versuchsteilnehmer, also der Probanden, wird beobachtet und der Einfluss der anderen Gruppenmitglieder, also der Mitarbeiter des Versuchsleiters, werden untersucht. Es zeigt sich, dass viele Versuchsteilnehmer dazu neigen, sich den anderen Gruppenmitgliedern anzupassen und dementsprechend keinen Einspruch gegen falsche Längenschätzungen erheben. Dieses Verhalten wird mit dem Begriff Konformität, also Übereinstimmung, bezeichnet. Gruppendruck führt dazu, dass Individuen trotz von der Gruppenmehrheit abweichender eigener Beurteilung die Meinung der anderen Gruppenmitglieder öffentlich nicht kritisiert. In diesem Zusammenhang kann das sogenannte Milgram-Experiment von Stanley Milgram aus dem Jahre 1961 genannt werden. Das Experiment zeigt, dass es eine große Bereitschaft durchschnittlicher, psychisch gesunder Menschen gibt, autoritäre Anweisungen zu befolgen, selbst wenn dies im Widerspruch zu ihrem Gewissen steht. So waren viele Versuchsteilnehmer unter bestimmten Bedingungen bereit, Elektroschocks mit möglicher tödlicher Wirkung anderen Menschen zuzufügen. Den Versuchsteilnehmern wurde mitgeteilt, dass der Zusammenhang von Strafe und Lernerfolg durch das Experiment untersucht werden soll. Handelnde Personen sind ein Lehrer, Versuchsleiter und ein Schüler. Der Lehrer war der eigentliche und einzige Proband, also Versuchsteilnehmer. Der Versuchsleiter und der Schüler waren, ohne Wissen des Probanden, Schauspieler. Wenn der Schüler eine Aufgabe nicht bewältigen konnte, sollte der Lehrer in zunehmender Stärke Stromstöße an den Schüler, den er in manchen Versuchsanordnungen nicht direkt beobachten konnte, verabreichen. Die Versuchsteilnehmer glaubten, tatsächlich Stromschläge zu verabreichen. Tatsächlich wurden diese aber nur vorgetäuscht. Auf Aufforderung durch den Versuchsteilnehmer waren einige Lehrer bereit, tödliche Stromstöße zu veranlassen, wenn die Anweisung damit begründet wurde, dass die Bestrafung notwendig sei für die erfolgreiche Durchführung des Experiments. Der Versuchsleiter versucht, den Lehrer zu beeinflussen und ihn zur Bestrafung der Schüler zu verleiten. Der Versuchsleiter verlangt von Lehrer und Schüler Gehorsam ein und damit die Anerkennung der eigenen Autorität. In einigen Fällen wird diese Forderung durch die Versuchsteilnehmer bis hin zur Konsequenz der möglichen Tötung des Schülers erfüllt. Aus Experimenten wie den hier angeführten kann abgeleitet werden, dass die Mehrheit einer Gruppe einen sogenannten Konformitätsdruck auf das einzelne Gruppenmitglied ausübt, sich anzupassen. Das Individuum ist unter Umständen besorgt, welche Meinung andere Gruppenmitglieder über es haben könnten. Aus beispielsweise solch einer Erfahrung entsteht die Bereitschaft, die Konformität mit der Mehrheit zu suchen und dementsprechend das Verhalten an das der anderen Gruppenmitglieder anzupassen. Die Gruppe übt einen sozialen Einfluss auf die einzelnen Gruppenmitglieder aus. Der soziale Einfluss kann in informativer und normativer Form auftreten. Nun zum informativen sozialen Einfluss. Menschen haben keine eindeutige Interpretation der Situation und benötigen zusätzliche Informationen, um sich besser orientieren zu können. Aus diesem Grund kann es zur Nachahmung von Verhaltensweisen und Einstellungen anderer Menschen durch das Individuum kommen. Ein mögliches Beispiel kann in diesem Zusammenhang das Essen in einem Restaurant darstellen, bei dem ein Individuum etwas Bestimmtes essen soll, wie einen Krebs, und die betroffene Person unsicher bezüglich der richtigen Essensweise ist.
Nun zum normativen sozialen Einfluss. Menschen orientieren sich an der vorgegebenen Werteordnung mit dem Ziel der Integration in und der Akzeptanz durch die sozialen Gruppe. Ein mögliches Beispiel ist hier der Übertritt in eine neue Schule, bei der dortige Gepflogenheiten wie die Schulordnung übernommen werden. Neben dem Einfluss der Mehrheit gibt es auch bei dieser selber Verhaltensänderungen, die auf die Initiative der Minderheit zurückzuführen sind. So können Minderheiten besonders informiert, ausdrucksfähig und überzeugend sein. So gab es beispielsweise im Laufe der Zeit zahlreiche wissenschaftliche, soziale und politische Veränderungen durch Eliten. Das Ausmaß des Gehorsams gegenüber anderen Menschen wird als Gehorsamkeitsrate bezeichnet. Das Ausmaß des Gehorsams wird unter anderem durch folgende Faktoren beeinflusst. Die andauernde Überwachung fördert den Gehorsam. Die räumliche Nähe zu der Autorität fördert den Gehorsam, wie beispielsweise der Abstand zwischen Lehrern und Schülern beim Milgram-Experiment. Wenn Rollenbilder ebenfalls konformes Verhalten zeigen, steigert dies die Gehorsamkeitsrate. Gehorsam wird ideologisch gerechtfertigt, beispielsweise durch die Autorität, einer befiehlt, andere gehorchen. Und den Gehorsamen durch ich befolge, nur Befehle.